So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier im Trainingscamp von Fairy Tail am Arcane Beach, wo wir, tja, zwar im letzten Part im Bikini das Training begonnen haben von Ersa und Co., doch leider waren wir so unvorsichtig und haben eine Einladung zu einer Feier in der Welt der Stellargeister angenommen. Und damit meine ich es, wenn ich sage, leider unvorsichtigerweise die Einladung angenommen. Denn was wir nicht wussten, oder was besser gesagt die Mitglieder von Fairy Tail nicht wussten, ein Tag in der Welt der Stellargeister entspricht 3 Monate in der Menschenwelt. Und das wiederum bedeutet, wir haben jetzt kaum noch richtig Zeit, um zu trainieren für das Daimato Enbo. Aber wir haben auch im letzten Part eine Brieftaube erhalten mit ein paar sehr interessanten Informationen. Wir sollen uns zu dieser Brücke hier begeben und dann, ja, abwarten. Ah, hier ist niemand. Ja, ich denke mal, es war einfach nur ein Scherz. Nani? Was zum... Warte mal, die Brücke ist repariert? Ich denke, da will jemand, dass wir die Brücke überqueren. Können wir zurückgehen? Yes. Ich habe keine Ahnung, was das Ganze hier soll. Aber lass es uns herausfinden. Okay, vorwärts. Ein Schritt vor den anderen. Jenseits der reparierten Brücke sind wir hier nicht bei einer Krücke. Wir wollen da mal kurz hier schauen. Ah, Lizardmans. Ich denke mal, ich gehe mal auf Nummer sicher. Die sind auf Level 8. Na gut, das sieht doch schon mal auch wieder toll aus. Natsu hat eine neue Fertigkeit erlernt. So, und was können wir der bringen? Ein paar Schuppen. Na gut, wir haben ihr sogar zur Dame ein paar Schuppen gebracht. Warum auch nicht? Ich weiß zwar nicht, was man mit Echsenschuppen jetzt so alles anfangen kann. Aber hey, sie wird schon ihre Gründe haben. Also, weiter geht's. Hier überall bei den Gegnern. Überall die Lizardmans. Warte mal, wir haben doch eine bessere Magie hier. Vigor. Was zum Kuckuck sind das immer für komische Techniken? Naja, man muss ja auch ein bisschen Magie sparen. Ein bisschen Magie sparen muss man natürlich auch mal. Aber ansonsten hauen wir ja sowieso alle zu Brei. Warte mal, die resistieren dagegen. Tja, in der Tat, die sind jetzt wirklich um einiges stärker als erwartet.
Aber wir haben jetzt auch den Konter aktiv. Die können zwar gut und gerne ihre Angriffskraft weiter erhöhen. Doch es bringt dir nichts. Dafür haben wir wirklich jetzt schon fast Level 12 erreicht. Schön. Wirklich schön und deliziöses. Deliziöse Süßigkeiten haben wir auch gleich schon mal für Plu wieder erhalten. Na, dieses Mal sind die Echsenhainis auch ein bisschen schneller als erwartet. Gut, Level 12. Man kann jetzt aktuell wirklich nicht behaupten, dass wir schwach wären. Ich finde auf jeden Fall, dass wir jetzt schon mal ein gutes, starkes Team auf die Beine gestellt haben. Ich finde zwar eigentlich auch, dass wir auch schon längst mal ein weiteres Teammitglied ja auch mitnehmen könnten. Aber ey, warte mal, was ist das denn für eine Zeit? Achso, da können wir aktuell nicht hin. Hier ist jemand! Seid vorsichtig, Leute! Tja. Altbekannte Personen haben wir jetzt hier erstmal getroffen. Aber erstmal wird noch ein bisschen weiter trainiert. Man hat nicht immer diese großartige Chance, ein bisschen zu kämpfen. So, Ice Make Floor. Gut, wieder mal ein Konter aktiv. Und mit dem Pentagrammschwert haben wir das Schuppengetier auch erledigt. Tja, so mag ich es doch, wenn ein Plan funktioniert. Wir müssten zwar an sich auch noch mal kurz ein paar weitere Missionen erledigen. Okay, wir müssten eigentlich auch eher mal unsere Magie mal wieder ein bisschen auffüllen. Wie es mir langsam so scheint. Na gut, das war jetzt irgendwie auch wieder mal mit Kanonenkugeln auf Spatzen schießen. Wie man auch so schön mal wieder sagen kann. Aber bevor wir jetzt erstmal mit Gerard reden werden, haben wir jetzt erstmal die Kiste geöffnet. Ernsthaft?
auch in diesem Spiel wird sein Name Gerard Jellal ausgesprochen. Das gibt's doch nicht. Als wenn man irgendwie schon mal seinen Namen im Japanischen irgendwie mit Jellal gehört hat. Selbst bei den deutschen, ja, Fansub-Übersetzung war immer Gerard dabei. Gerard. Ja, wo hört man da jetzt bitte schon Jellal? Kawatte nai na, Elsa. Mo, ore ga datsugoku shita hanashi wa kiite iru ka? Ernsthaft, selbst im Japanischen sagen die nicht Jellal, sondern Gerard. Einen französischen Namen. Ja, das letzte Mal haben sie sich vor 7 Jahren auf der Tenro-Insel gesehen. Das waren ja sogar auch 2 Mitglieder von グリモアハート。こいつらグリモアの。まあ、待て。今は敵じゃねえ。そうだろ？え？私の人生でおかしてきた罪の数はとてもじゃないけど一生では償いきれない。だからせめて私が人生を狂わせてしまった人々を救いたい。そう思ったの。 Sie wiederum hatte jetzt Jellal gesagt. Ist ein bisschen irreführend. Er sagte Gerard und sie sagte Jellal. ロー6年前、まだローにいる時に記憶が戻った。エルザ、本当に何と言えばいいのか。楽園の塔でのことは私に責任がある。ジェラールは私が操っていたの。だからあまり責めないであげて。俺はローで一生を終えるか。死刑。 それを受け入れていたんだ。ウルティアたちが俺を脱獄させるまでは。それって何か生きる目的ができたってことですか？生きる目的。そんな高尚なものでもないけどな。私たちはギルドを作ったの。正規でもない、闇ギルドでもない、独立ギルド、クリムソルシエル。 私たちの目的はただ一つ。ゼレフ、闇ギルド。この世の暗黒を全て払うために結成したギルドだ。二度と俺たちのような闇に取り憑かれた魔導士を生まないように。ああ、それってすごいことよね。評議会で正規ギルドに認めてもらえばいいのに。脱獄犯だぞ。 私たち元グリモアハートだし。で、あなたたちを呼んだのは別に自己紹介のためじゃないのよ。大魔党演武に出場するんだってね。あなたたちに一つ頼みたいことがあるの。毎年開催中に妙な魔力を感じるんだ。その正体を突き止めてほしい。その魔力は邪悪でゼレフに似た何かなんだ。 ゼレフに近づきすぎた俺たちだから感知できたのかもしれない。<笑>ゼレフ。私たちはその魔力の正体を知りたいの。ゼレフの居場所を突き止める手がかりになるかもしれないしな。もちろん勝敗とは別の話よ。私たちも陰ながらフェアリーテイルを応援してるから。それとなく謎の魔力を探ってほしいの。 雲をつかむような話だが、受け合おう。いいのか、エルザ。妙な魔力のもとに
フィオレ中のギルドが集結してるとあっては私たちも不安だしな。 Tja, wirklich beunruhigend. 報酬は前払いよ。食費、家賃。いいえ、お金じゃないの。私の進化した時のアークがあなたたちの能力を底上げするわ。え？パワーアップと言えば聞こえはいいけど、実際はそうじゃない。魔導士にはその人の魔力の限界値を決める器のようなものがあるの。たとえその器が空っぽになってしまっても、大気中のエーテルナノを体が自動的に摂取してしばらくすればまた器の中は元通りになる。ただ最近の研究で、魔導士の持つその器には普段使われていない部分があることが判明した。誰にでもある潜在能力、セカンドオリジン。時のワークがその器を成長させ、セカンドオリジンを使える状態にする。つまり今まで以上に活動時間を増やし、強大な魔力を使えるようになる。おおおお、全然意味わかんねえけど。ただし想像を絶する激痛と戦うことになる。目が怖い。構わねえ。ありがとう、ありがとう。Ist doch ein bisschen schmerzhafter als erwartet, nicht wahr, Natsu? Gray, Tenrojima以来ね。と言っても、あなたからすればそう日は経ってないのかもしれないけれど。あんたは7年の間に随分変わったようだな。ええ、己の罪を認める気になったから。認める？私は幼い頃に母に捨てられた。魔法開発局に送られ、代わりに母はグレイとリオンを弟子に迎えてたわ。その時私は母に復讐しようと決めたの。そしてハデスと出会い、時のアークを学んだ。ゼレフが復活し大魔法世界が訪れれば、時のアークは完成し、失われた幸せを取り戻せると聞いたわ。全てをやり直すため、呪われた人生を幸せな人生に変えるために。全部が全部あんたが悪いわけじゃないだろう。そうかもしれない。でも私のしたことは決して許されないわ。罪を背負って生きることが責めたもの償いとなれば。決まってるならいいんじゃねえか。え？落ち込んでいようが沈んでいようが、目的さえ持ってりゃ死んだまま生きるよりずっといい。Na gut, wir haben es jetzt mit Crime Sorcier geredet. Wir haben die zweite, The Second Origin freigespielt. Und ja, jetzt können wir erstmal Jellal unsere neue Stärke unter Beweis stellen, zeigen. Allerdings würde ich auch zu gerne. Warte mal. Okay, das geht jetzt eigentlich ein bisschen schneller als erwartet. Wir können doch mal hin und her reisen. Das finde ich ja sehr gut. Weil ich müsste jetzt dringend noch ein paar neue Items mal kaufen. Allerdings wäre es jetzt besser gewesen, wenn wir sofort in der Gilde angekommen wären. Aber hey, man kann nicht alles haben. Leider. Leider kann man nicht alles haben. Manchmal spielt das Leben einen doch ein bisschen zu sehr zu viele Streiche.
So, ja, wir sind wieder da. Und wir können jetzt noch ein paar Sachen kaufen. Mal sehen, wir hatten auch noch ein paar Lacrimas hier zur Verfügung. Mal sehen, Angriffskraft erhöhen. Wir hatten doch... Ja, ein bisschen Energie haben wir auch noch hier. Okay, ein paar Beschützer-Lacrima haben wir auch. Aber wir bräuchten jetzt erstmal wieder ein bisschen mehr Ethanano. Gut. So, das ist jetzt mehr, als was ich eigentlich gebrauchen könnte. Wie sieht unser Team jetzt auf? Es ist geheilt. Wie sehen unsere Missionen jetzt hier aus? Abgeschlossen, Flutterer. Neue Mission. Welcher Kram ist das? Ne, ein paar Sirenen. Na, ich schätze mal, es kann nicht schaden, wenn wir einfach nicht... Einfach nochmal ein paar einfache Vögel erledigen können. Ja, die Vögel kriegen wir doch jetzt, sag locker flockig, erledigt. Dann können wir auch noch die mit der Hauptstory weitermachen. Alles in Ordnung. Weshalb allerdings jetzt hier die Nacht angebrochen ist, ist wieder einmal eine andere Frage. Aber gut, jetzt haben wir schon mal zwei. Der fünf Vögel gleich erledigt. Tja, ist nun wirklich kein Problem mehr für uns. Überhaupt nicht. So, da haben wir jetzt erstmal die drei letzten Vögel. Ice Make Bringer? Nein. Ice Make Floor? Ja. Tja, Mission abgeschlossen. Mehr Juwelen für uns. Und natürlich auch einen größeren Gildenrang. Für die Gilde. いや、そもそも脱ぐなよ。一体何の仕事してんだ。というかあんた、服脱いだまま街に帰ったの?よく捕まらなかったね。お前に言われたかねえよ。いつも下着みてえな服着てるくせに。何も着てないのと一緒にしないでくれる? Naja, ein so großer Unterschied war jetzt auch nicht dabei. Tja, als wenn da jetzt ein... Mal sehen, sie ist eine Character Story for you to play. Talk to the characters in your base. Ah, welche Character Story denn? So, eine Charakterstory für Gray also. Aber das ist jetzt erstmal Nebensache. Ja, das ist jetzt nun wirklich erstmal nebensächlich. Ob wir nur eine Charakterstory für Gray haben oder auch nicht. Jetzt machen wir erstmal mit der Hauptquest mal weiter. Darauf kommt es jetzt erstmal wieder an. Aber auf jeden Fall schön zu wissen, dass wir demnächst wieder eine neue Charakterquest hier zu erledigen haben. So, jetzt sollen wir mit Jelal reden. Und die Stärke unter Beweis stellen. それじゃ、時のアークがうまく機能したかテストしてみましょう。俺たちが練習相手になろう。
Okay, möge der Kampf beginnen. Ich nenne das jetzt schon mal einen kleinen Mini-Boss-Fight. Ah, verdammt nochmal, es ist ja wirklich ein Boss-Fight. Ist das nicht ein bisschen unfair jetzt? Sofort mit so einer starken Magie anzugreifen? Warte mal, Awakening. Mal sehen, wenn unsere Verbündeten Schaden nehmen, füllt sich die Awakening-Anzeige. Dann müssen wir Steuerkreuz nach oben drücken, um den Erwachen-Modus zu aktivieren. Er regeneriert die HP und unsere Status wird erst wieder zum Anfang gesetzt. Damit sei gemeint, dass dann Verbrennung und so weiter geheilt sind. Mal sehen. Dann außerdem auch noch werden die HP-Punkte und die Mana-Punkte automatisch regeneriert. Und wir beginnen unseren Zug. Achso, und dann können wir auch besondere Attacken benutzen im Erwachen-Zustand, die wir sonst nicht benutzen können. Zum Beispiel Dragon Slayer haben dann ihre Dragon Force. Okay, und sie haben natürlich noch einen Angriffsboost und so weiter und so fort. Ja, das erscheint, wenn ihr euch... Warte. So it appears that you have awakened a new power. Ja, wir haben eine neue Kraft erwacht. Awakening! Yes! Los geht es! Nee, machen wir es anders. Ice Make Floor! Awakening! Los geht's, Erza! Pentagrammschwert! Und Dragon Force! Nein, nicht Dragon Force! Lightning Fire Dragon Mode! Modus Rayen Ryu! Oh, das ist sowas von gut. Warte, Gebrüll des Feuerdrachen brauchen wir nicht. Mal sehen, wie wär's mit dem Gebrüll des Feuerdonnerdrachens? Also, das doch mal Kraft. Ah, das ist mehr als ich dachte. Aber jetzt bin ich dran. Okay, er sagt Kontere. Und los geht es. Lightning Fire Dragon Fring Hammer. Oh, warte, wir können doch sogar... Ah, schade, wir können keine Extreme Magic benutzen. Schade. Na gut, ah, warte mal. Unsere Magie hat sich jetzt ein bisschen gesteigert. Wir haben jetzt eine stärkere Magie erlernt. Moonflash. Version 2. Verbraucht zwar mehr Mana, aber soll's. Yoshi, Jodeki da. Second Origin. Skyri yo ni natta mitai ne. Sasuga Fairy Tail. Nomikomi ga hayai wa. Maryoku agatta mitai. Achso, also es kommt noch ein Kampf. Interessant.
記憶が戻ったと言ったな、ジェラール。ああ。それはつまり、シモンのことも。俺が殺した。ニルヴァーナの時のことは？覚えてるよ。記憶をなくした自分、という感じで覚えてる。不思議な気分だ。私は昔のお前だと思って接していいのか？そうしてもらえたら嬉しいが、シモンの件もある。俺とは距離を置いてくれて構わない。お前がシモンの仇を討ちたいと望むなら、俺は命を捨てる覚悟もある。シモンがそんなことを望むと思うのか？闇ギルドを殲滅するためのギルドを立ち上げた。それがお前の罪滅ぼしであり、お前の覚悟だろう。よくわからないんだ。なんだと？確かに最初は罪滅ぼしのつもりでクリムソルシエールを作った。だけど俺が楽園の塔でしてきたことは、俺は何のためにこんなことをしているのか、思考の迷宮から抜け出せない。俺はやはり死ぬべき人間なのかもしれない。何をふぬけたことを言っている。お前ほど強くないんだ、俺は。強くなければ生きていてはいけないのか？違うだろ。生きていくことが強さなんだ。お前は昔のジェラールじゃない。生きることに必死だった、あの頃のジェラールじゃない。そうかもな。貴様！お前の言葉はいつも正しい。そんなことはない。不器用なりに精一杯生きている、それだけだ。エルサ、もう会えないかと思っていた。ジェラール、できない。婚約者がいるんだ。いや、私はその、そういうあれではなくて。いや、俺の方こそ、その、すまない。そうか、それはめでたいな。知らなかったよ。そうだよな。うん、7年も経っているんだ。大事な人なのか？ああ。だったら、その人のためにも生きなければな。そうだな。ジェラール、どうして婚約者がいるなんて嘘ついたの？聞いてたのか。少しは自分に優しくしてもいいんじゃないの？それとも自分への罰のつもり？罰こそがクリムソルシエールの掟だろ。みんなで決めたじゃないか。光の道を進む者を愛してはいけない。俺はエルザが幸せならばそれでいい。にしても、もっとまともな嘘なかったの？最低ね。何カッコつけてんのかしら。婚約者か。嘘が下手なのは相変わらずだな。うん、これでよかった。これが私たちの答え。
店見てエルザ。Kein Taktgefühl, Happy. Wirklich kein Taktgefühl. Und das war natürlich ein Schuss in den Ofen.